Ja, hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn hier bei Absturzzock Let's Play. Und was war das für eine letzte Folge? Spielabzeit müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen, denn Thomas Rush gibt es nicht mehr. Mehr sage ich dazu nicht, wie gesagt, schaut es euch nochmal an in der Videobeschreibung unter dem Video. Heute geht es direkt weiter durch die Mangel, sprich mit Kim. Machen wir direkt, wir gehen direkt hin. Können wir reden? Na klar. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. Okay. Dass ich mich je wieder sicher bin. Durch die Mangel abgeschlossen. Okay. Rick, triff mich beim alten Gefängnis. Ich hab da was klargemacht, was du sicher nicht verpassen willst. Insider-Job, Story-Mission. Nehmen wir an. So, und, ja, damit wir nicht wieder die ganze Zeit hier blöd rumlaufen, ne? Machen wir mal was. Das ist hier Ubisoft-Club, das haben wir sowieso. Haben wir nicht irgendein Fahrzeug schon? Das hier, ne? Genau, in Besitz. Und das holen wir uns draußen. One Wall Free. Da müssten wir aber jemanden mitnehmen. Also nicht gerade Horatio, ne? Sondern da müssten wir uns mal einen Helfer mitnehmen, der eventuell schießen kann. So, Nana. Das ist super. Sieht gut aus. Vielen Dank. So, holen wir uns mal unsere Karre. Steht unsere Karre. So, auf geht's. Dann markieren wir uns auch sofort das Ziel. Hier. Gut, dann machen wir hier eine Schnellreise. Hätten wir uns das mit dem Fahrzeug auch sparen können. Aber naja, muss ja auch mal gezeigt werden, weil wir nutzen so wenig die Fahrzeuge. Schon bei Far Cry 5 nicht und jetzt bei Far Cry New Dawn nicht, weil ich einfach gern ein bisschen durch die Gegend tiger, ein bisschen rumlauf, ein bisschen was entdecke, ein bisschen was niederschieße natürlich auch, ne? So. Schnell mal hier weg. Sonst ist hier wieder urheberrechtliche Musik. Wir flüchten vor der urheberrechtlichen Musik. So, 300 Meter, dann sind wir auch schon da. Nana ist ja mit am Start. Da oben ist nichts Gefährliches. Was gibt's hier? Ein Wildhunde. Müssen wir auf den Berg hoch, oder? Jawohl, Nana, kriegst du. Okay, wäre vielleicht ganz cool gewesen, mit dem Auto dann hier so drüber zu springen, aber. Nana, langsam. Hier waren wir auch schon mal gewesen. Okay, also rein in den Tunnel oder da hoch? Ich nehme an, das Zeichen zeigt ja hier oben. Das war die Mission mit Hörg, ne? Wo wir hier rein sind in den Tunnel und dann mit dem Auto wieder raus sind. Könnt ihr euch nochmal anschauen, die Folge The Incredible Hörg. So, und da hoch müssen wir. Okay.
Ja, merkwürdig, die Straßen sind sehr ruhig geworden. So, und hier hoch, genau. Und da steht er. Slick, es geht los. Du willst die Zwillinge? Du willst so nah an sie ran, dass du ihre Nasenhaare zählen kannst? Dann bin ich dein Mann. Also, normalerweise würde ich dich einfach zu den Zwillingen bringen und dich vorstellen. Aber die sind gerade nicht gut auf mich zu sprechen. Ich habe nur gesagt, dass sie verkacken. Und die haben eine Riesensache draus gemacht. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Zwillinge jetzt nur noch von diesem Frank reden. Sind die jetzt beste Freunde oder was? Sie haben ihn sogar zum Leiter von dem scheiß Gefängnis gemacht. Ist das zu fassen? Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme. So ein blöder Arsch. Im Grunde ist die Sache klar. Lou steht auf mich und will mich eifersüchtig machen. Warum sonst sollten Sie mit dem Penner reden? Also, das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Er leitet das Gefängnis. Soweit so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um! Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Lass deinen Kram hier. Gefangene tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und ich fahre dich hin. Verdammter Frank. Ich will meine Waffen nicht abgeben, Leute. Hey, wer hätte das gedacht? Orange ist deine Farbe. Spring hinten rein, na los. Na, mach's gut. Du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge ranbringt, oder? Das große Demolition Derby steht bevor. Und der Gewinner des Derbys darf zu einem super schicken Dinner mit all den hohen Tieren der Highwaymen. Gewinn das Derby und du kriegst ein VIP-Ticket direkt zu den Zwillingen. Das Problem ist, alle Startplätze sind bereits vergeben. Also müssen wir einen Platz freimachen. Und weißt du was? Frank soll auch bei dem Derby mitfahren. Ganz genau. Du merkst schon, der Plan ist genial, oder? Du schaltest Frank aus und zack, fehlt ihm beim Derby plötzlich ein Fahrer. Und zufällig kennt ihn ein, der was mit diesem Mädchen hat. Das ist egal, dann will ich keinen Platz vom Derby besorgen. Aber erst muss Frank abnippen. Er schießt. Ich schätze, so ganz ohne Waffen wirst du improvisieren müssen, um die Schweinebacke umzulegen. Aber dir wird sicher was einfallen. Hey, das ist Lil Fucker. Stell dir das vor. Lil Fucker in seiner Scheißkarre. Hoffentlich hast du was Gutes geladen, Lil Fucker. Und verschwendest nicht unsere Zeit. Okay, ich fühle mich sichtlich unwohl. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab einen Gefangenen dabei. Was meinst du? Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Warum haben wir das noch nie gesehen auf der Karte? Das Gefängnis? Versau es nicht, okay, Slick? Nicht sterben! Die Kugelform. Mist, hier ist alles schwer bewacht. Der guckt mir noch hinterher. Morgen. Geh langsam, Sack. Ganz sachte. Ach, hinten. Wie die Kackbratze an. Das dümmste Gesicht aller Zeiten. Ab sofort heißt du Kackbratze. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Hackfresse. An die Arbeit!
Wir sehen uns dann. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Okay, baue Kugeln zusammen. Kriegt man hin. Und wie viel sollen wir da zusammenbauen? Die Kugeln müssen ja irgendwo herkommen. Warum also nicht von euch? Einfach den Kopf. Bittet nur, dass sie nicht auch wieder bei euch landen. Lebe. Ich baue ja Kugeln zusammen. Aber wie viel denn noch? Wenn du ihnen die Zunge rausschneidest, können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr zu. Du hörst mir nicht zu. Die Schisser haben dem Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die können dir nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrolle. Um den kümmere ich mich. Was machst du denn noch hier? Pause. Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof. Haltet eure Hände bei euch. Das gilt ganz besonders für die Tagpresse. Alter, was haben denn die? Was sind die so aggressiv hier? Moin! Scheiß Job, oder? Den ganzen Tag bauen wir hier Kugeln zusammen für nix. Finde eine Möglichkeit, Frank zu töten. Nicht so groß und böse wie wir, gute alte Zwang. Hier wird ein bisschen gekocht, okay. Finde eine Möglichkeit, Frank zu töten. Notiz eines Gefangenen. Die geben uns kaum zu essen, lassen uns arbeiten bis zum Umfallen. Halten uns wie Nutztiere und die ganze Zeit ist völlig klar, dass wir denen nur dabei helfen, noch mehr Leute umzubringen. Keine Psychomörderarmee, eine ohne Munition. Warte, ich muss kurz husten. Ich habe versucht, durch den Boden der Fabrik abzuhauen und hätte das auch fast geschafft, aber das letzte Tor war verschlossen. Die Aufseherin wird den Schalter dafür wohl im Büro haben. Ich habe gesagt, wir sehen uns wieder. Ich könnte es nochmal versuchen, ich muss nur stärker werden. Wird nicht mehr lange dauern. Okay, ja, hier sitzen sie ein bisschen rum. Der schläft. Der geht's nicht so gut. Da, hier komme ich nicht durch, ne? Oh, nah in einem Sperrgebiet, okay. Wie zur Hölle finde ich eine Möglichkeit, Frank zu töten hier? Da komme ich bestimmt auch nicht drüber. Die macht Sport. Irgendwie durch den Boden abzuhauen, ne? Na, da oben ist eine Wache, ne? Mal hier, finde. Ach, hier, ihn. Er ist das. Ich kenne einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Nimm die Klinge und den Schlüssel der Fabrik. Okay. Nimm und nimm. Beides im Sperrgebiet drinne.
Okay, einmal da drin. Direkt. Könnten wir probieren. Sagte er und scheiterte an einer Wand. So. Wo ist das Messer jetzt? War das jetzt das Messer? Ja, ne? So, dann ab zum nächsten Sperrgebiet. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Die Wache schaut ja nicht gerade auf uns, ne? Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort, mein kleiner Freund. So. Nehmen uns den Schlüssel. Zahnräder nehmen uns auch mit. Schleiche dich von innen aufs Dach. Hört ihr die Schritte? Ja, ne? Weiß aber nicht, wo die Schritte sind. Na, raus hier. Okay, das Schloss. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Guck mal, ich könnte mir Dynamit herstellen. Ja, ist schon mal gut. Wie komme ich an das Schloss? Irgendwie muss ich auf das Dach rauf. Oh. Das hat was damit zu tun. Mit diesem Schloss an der Kette. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wie könnte man da rankommen? Mist. Ach, ich probiere das. Ich probiere das nochmal mit dem Springen. Nee, ich komme nicht ran. Verdammt. Komme ich auch nicht hoch? Mist, das muss aber was hiermit zu tun haben. Schleiche dich von innen aufs Dach. Genau. Na, gehen wir doch hier lang. Und hier macht er nicht hoch. Ach. Hier? Nein. Verdammt. Okay, verdammt.
Verdammt, verdammt. Aber hier war jetzt zu, ne? Ja, die Tür war verschlossen. Okay, da werde ich sowieso nicht vorbeikommen. Geht's hier irgendwie hoch? Oh, der da oben könnte mich sehen. Aber hier geht's hoch. Ich steh doch drauf, ab. Und jetzt? Nein. Okay. Alter, okay. Ja, das wird's gewesen sein. Das machen wir einfach nochmal. Weil das war jetzt irgendwie, also irgendwie war das Mist. Tja, viele Spiele werden einfacher, wenn man die Map kennt. Würde ich dazu sagen. Gut, wir schauen einfach nochmal. Schleiche. Mhm. Eigentlich muss es einen ganz einfachen Weg geben, weil wir schleichen, ja. Die läuft wieder vorbei. Kein Schimmer, wie diese Sektenfreaks so lange überleben konnten. Ich mach das total fertig. Mhm. Ja, okay. Macht er da nicht hoch? Legen wir mal hierher, mein Freund. Der hatte eine Knarre, ne? Genau. So, hier drauf steht nicht umsonst ab, ne? Aber hier geht's nicht hoch. Hier sind auch Pfeile nach oben. Mist. Ich habe keine Angst vor der Nacht. Die Nacht hat Angst vor mir. Hey, Chuck Norris Witze. Ah, so ein Mist. Aber der hat doch irgendwas gesagt. Jetzt fällt mir es wieder ein, dass der Schlüssel bei der Wärterin im Büro ist, ne? Neue Fabrikratten diesen Monat. Furznudel, Eierwärmer, Blödbirne, Ölknudel, Klapperfresse, Hackfresse. Okay. Erste Hilfeset ist voll. So, irgendwas haben wir jetzt aktiviert, aber ich sehe hier keinen Schlüssel. Ist das jetzt offen? Yeah. Ach, so einfach war das. Da war doch was.
Okay, die haben alle nur Schrotflinten, schade. Warum komme ich jetzt hier wieder nicht rein? Okay, lesen. Mann, ich will auch mit Frank auf dem Dach abhängen. Aha. Ich werde von da, kann man die ganzen Ratten schön beobachten, wie sie schluchzen und kuschen. Aber nein, der hängt da alleine rum mit seinen tollen Wachen. Was für ein Opfer. Ich sollte ihn einfach da runterballern. Dann kann ich da oben alleine rumhängen. Okay, dann ballern wir den Frank mal da oben runter. Huh. Alter. Hier hat noch ein Schild und ein Knüppel. Wir nehmen auch alles mit, was wir kriegen können, ne? So, wie zur Hölle kommen wir jetzt da auf das Dach? Hier über die Treppe. Natürlich aufpassen. Kommt auf jeden Fall gucken. Geht klar! Mann. Okay. Hier hätte ich einfach hoch, ich hätte einfach hier hochgehen sollen. Du liebst das Risiko, was? Aber halt mich da raus. Für mich ist das nicht. Ich warte unten an der Straße, wenn du wieder raus bist. Alter, wie lange lädt er noch? Alter, Leute. Nein, ach. Okay, das sind ein bisschen viele. Alter. Okay. Naja, war nicht ganz so sneaky, wie ich mir das gedacht habe. Aber wir sind raus. Alter, okay. Scharfschützen haben sie noch. Aber erstmal weg hier. Wir haben die Ausrüstung. Morgen. Jetzt sehe ich Ihnen auch tagsüber draußen. Danke. Verwende die Werkbank, um deine Waffe neu auszurüsten. Okay, 400 Meter. Ein Wildhund eigentlich? Ja.
Boah, da kommen schon wieder welche gefahren. So. Was hat denn meiner? Warum jammert denn der so? Sprich mit Irwin. Lass mal die Schrodi drinnen, ne? Vorratslieferung entdeckt. Ich meine, der Irwin hat ja noch unsere Tasche. Der hat ja unseren ganzen Krempel noch. So, wer ist denn das da? Schau, mein Freund. So 100 Metern sind wir wieder dort, aber irgendwie jammert mein Typ hier nur rum. Also was heißt mein Typ? Der Cap. Natürlich, der Cap. So, Irwin, wir sind da wieder raus. Ich kann dir gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mir Franks Tod gewünscht habe. Danke. Unglaublich, dass der Idiot gedacht hat, er könnte beim Derby mitfahren. Ich könnte da mitfahren. Ich könnte das Derby leiten. Ich weiß mehr über Autos, als die alle zusammen. Ich habe mal ein Auto aus einem Spülbecken gebaut. Jedenfalls gehört sein Platz beim Derby jetzt dir. Und so kommst du aus nächster Nähe an Mickey und Lou heran. Jetzt muss ich dir nur noch ein halbwegs anständiges Auto besorgen. Dann kann es losgehen. Das wird eine Weile dauern, also bis später. Ja, bis später, mein kleiner Freund. So, und hier hatten wir auch unsere Workbank. Workbank? Insider-Job abgeschlossen. So, ja, wir hätten gerne unsere Waffen wieder. Jetzt müssen wir die alle wieder ausrüsten. Ist das nervig? So, ja, mal, hier geht's los. Die wäre noch cool. Herstellen? So, und die nehmen wir dahin. Zack. Trophäe erhalten, Waffenschmied, ihr habt's gesehen. Und ist das unsere? Nein, das ist die ARC, Steinschere, Papier. Die ist nicht unsere. Das ist unsere. Ausrüsten. Ja, die hat man oben, genau. Die hat man hier. Und die hat man hier. Genau. Aber die kann ich noch verbessern. Wahnsinn. Kann ich die noch verbessern? Nein, da fehlt Ethanol. Okay, was soll's? Neue Waffe. Gefangener. Ja, neue Klamotten im Ausrüstungsmenü. Sehr schön. Warum läuft hier immer urheberrechtlich geschützte Musik? Ah. Ich euch irgendwann mal so eine Folge nicht zeigen kann. Dann wegen der Musik, ne? Aber wir wollen natürlich alles mitnehmen. So. Also, Fazit von der heutigen Folge. Wir fahren beim Demolition Derby mit. Und wir werden das Demolition Derby gewinnen. Und dann werden wir so nah an Mickey und Lou rankommen. Na. Ach, jetzt haben wir einen Schlüssel, hätten wir gar nicht knacken brauchen. Okay. Dann werden wir so nah an die beiden herankommen, dass wir den ganzen Spaß hier ein Ende setzen können. Für heute bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich suche mal noch das letzte Zahnrädchen. Für heute bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten natürlich und wünsche euch noch einen geilen Tag. Dran geblieben. Reingehauen. Liebe Grüße. Euer Rob.